Hi zusammen, ich werde euch heute ein paar ein paar Dinge zeigen, die ich jetzt schon wirklich Wochen oder Monate schon benutze. Und das ist heute mein Langzeitfazit. Und die Produkte, die ich euch heute vorstelle, beziehungsweise meine Langzeitmeinung dazu abgebe, werde ich nur deshalb machen, weil zum einen sind die arschteuer und zum anderen waren das PR-Sample. Also die erste Euphorie von, oh, ich hab's bekommen, ist verflogen. Und jetzt kann man so nach einigen Monaten und Wochen dann doch ganz nüchtern betrachtet, einfach mal seine Meinung dazu abgeben. Mit am längsten benutze ich von Clearsonic der Mia 2. Das ist eine von diesen super hippen elektronischen Gesichtsreinigungsbürsten. Ich glaube, ich habe 3 Stück. Ich habe eins von CCB Paris, ich habe eins von Olaf Olas und eben den von Clearsonic. Er ist auch auf jeden Fall der allerteuerste. Ich glaube, über 100 Euro. 140, 150 Euro, da liegt das gute Stück. Mit einer abnehmbaren Gesichtsbürste, also diese Bürsten, da gibt es verschiedene Aufsätze für die verschiedenen Hauttypen und die kann man eben auswechseln. Außerdem ist es kein Batteriebetrieb, sondern eben mit einem Akkuladegerät. Also mit Akku, was ich sehr gut finde. Also kommen wir auf jeden Fall mal zu den positiven Dingen. Von all den Gesichtsbürsten, die ich habe, ist die definitiv die beste. Also allein schon, wenn man die in der Hand hat und ja, das Gefühl, sie ist relativ schwer, die Bürste. Sie ist auch hochwertiger verarbeitet. Soll man ja auch meinen, ne? Bei dem Preis sollten die eigentlich aus Gold sein. Dann, was die anderen auch nicht haben, ist, wenn man auf den Anknopf drückt, ich mache das einmal, dann fängt die sofort an und dann werdet ihr es gleich sehen. Also die ersten 20 Sekunden sind für Stirn und Nase, meine ich. Oder nur für Stirn. Ich glaube, nee, nur für die Stirn. Also 20 Sekunden Stirn und dann macht es gleich ein Geräusch. Moment. Gleich. 20 Sekunden. Ja, habt ihr gehört? So, und dann weiß man, okay, 20 Sekunden sind um. Nächsten 20 Sekunden Nase und Kinn. So, 20 Sekunden, dann machst du wieder 10 Sekunden da, 10 Sekunden da. Also insgesamt eine Minute. Also es gibt einen so ein akustisches Signal, was man auf jeden Fall nicht, nicht unbemerkt lässt. Das ist auf jeden Fall cool. Was kann ich noch sagen? Das Allerwichtigste, ja, das Hautbild. Also nachdem ja Oprah und andere Promis gesagt haben, so, oh mein Gott, die haben ja so voll die mega tolle davon Haut bekommen und ganz feinporig und sauber und hast du nicht gesehen und überhaupt bereitet es ja die Haut auf, die Gesichtspflegepräparate vorher, die man noch so hat. Und das soll eben dafür sorgen, dass die Haut die teure Gesichtscreme, die manche Damen hier haben, noch besser aufnehmen kann. Und ja, das ist natürlich ein mega Vorteil. Ganz ehrlich, ich benutze das Ding, ich habe das wirklich wochentäglich benutzt. Ja, also über mehrere Wochen täglich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass davon meine Haut und meine Poren weder sauberer geworden sind, noch feinporiger. Das Einzige, was ich festgestellt habe, dass ich noch nie vorher und auch nicht seitdem ich es nicht mehr so häufig benutze habe, so klitzekleine, harte Pickel. Also nicht diese mit diesem Eiterkopf, sondern so klitzekleine, harte, wie so, ich kann das gar nicht beschreiben, so ganz eklig halt, ne? So fiese, kleine, harte Knubbel überall und das sah echt scheiße aus. Und es ist so, dass meine Haut dadurch, ich habe ja eh schon eine Mischhaut, aber dadurch wurde es noch viel, viel schlimmer und ich habe so getrieft, ja, also das Fett, das konnte man so richtig so machen. Also es war echt richtig eklig. Also ich würde sagen, wenn man dazu neigt, eine fettige Haut zu haben, ist das echt so der Tod irgendwie, ja. Also das regt die Talgproduktion noch mehr an, das kann man total vergessen. Ich benutze das jetzt einmal in der Woche. Und zwar, bevor ich meine Gesichtsmasken drauf mache.
Und die total unreine Haut soll das ja auch nicht benutzen, weil das ja noch mehr Entzündungen macht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht für wen. Vielleicht für Leute mit eher trockener, aber eher reineren Haut oder keine Ahnung. Also jedenfalls für mich persönlich war es jetzt nichts. Ich benutze es, weil ich es habe. Aber ich könnte genauso gut meine manuelle 1,50 Euro Plastikbürste nehmen oder dieses pinkfarbene von Ebelin. Dieses Pad, ja, das kann ich genauso gut nehmen und da habe ich genau dasselbe schöne, zarte Hautgefühl. Ja, gut, ich meine, es macht die Haut schön zart, aber das machen die meisten Peelings auch. Muss man dafür so viel Geld ausgeben? Ich weiß es nicht, ich würde es nicht tun. Dann kommen wir zu einem Produkt, das habe ich nicht, es ist kein PR-Sample, das habe ich gekauft in Las Vegas. Aber noch viel schlimmer. Und zwar, ja gut, also ich habe das jetzt etwas über einen Monat. Doch, also sogar, doch, schon fast 2 Monate, kann man sagen. Und ja, also es handelt sich dabei um ein Glätteisen. Und zwar ist das ein Glätteisen von Ginali Milano. Das ist eine italienische Marke, das hört man wahrscheinlich auch raus. So, also, da fliegt eine Deutsche nach Las Vegas, um sich ein italienisches Glätteisen zu kaufen. Ja, macht Sinn. Also, damit haben sie mich gekriegt. Zum einen sind das hier keine Keramikplatten, sondern aus Turmalin, also einem Kristall. Die sind also so kristallbeschichtet. Außerdem, ja, schön so abgerundet und liegt schön in der Hand, ist so voll sehr, sehr schön verarbeitet. Und das Ding ist, das war in so einer Einkaufsmall, ja, und in der Mitte sind doch immer diese kleinen Verkaufsstände, wo einen die Leute so ansprechen, so, hey, hast du kurz Zeit, willst du das mal ausprobieren? Und ich sah aus wie Hulle, weil es war irgendwie sehr windig in Vegas zu der Zeit und meine Haare standen irgendwie in alle Richtungen ab. Und ich dachte so, ach komm, dann lass du das mal ausprobieren, kannst du mal schön deine Haare glätten, dann siehst du wenigstens anständig aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich war so überzeugt davon, weil meine Haare, die wurden nicht nur glatt, oder man kann sich ja auch Wellen damit mal reinmachen, also nicht nur das, sondern die wurden richtig super mega weich und glänzend und das Ergebnis hält richtig lange. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber sie hat es mir gesagt und die war so vertrauenswürdig. Jedenfalls hat sie es mir dann teuer angeboten, ich glaube für $120 oder so. Und ich dachte dann so, nein. Und dann sagte sie, ja, hier ist Special Rabatt und so. Und dann hat sie mir das für $100 mit noch so einem Täschchen dafür. Man hat irgendwie eine lebenslange Garantie auf das Teil. Man muss sich dann nur online registrieren. Das Einzige, was natürlich blöd war, war der Stecker. Das ist nämlich ein amerikanischer Stecker. Aber kein Problem, für 1,50 Euro habe ich mir bei Amazon so einen Adapter geholt. Also das war wirklich meine geringste Sorge. Dann habe ich als ich zurück im Hotel war, direkt das WLAN angeschmissen und habe versucht rauszufinden, ob die mich jetzt vollkommen verarscht hat. Also in Deutschland kriegt man die irgendwie überhaupt nicht. Also ich habe nichts gefunden. Ich habe weder bei Amazon noch bei eBay noch sonst irgendeinem Shop diese Glätteisen gefunden. Total blöd irgendwie. Auch in Amerika noch nicht mal. Ich glaube eins bei eBay, aber es war auch nicht genau das. Es war ein anderes. Also die sind richtig gut. Ich weiß nicht, ob man die irgendwo kriegt. Vielleicht weiß das ja jemand. Also, wenn ihr das wisst, wo man die bekommen könnte, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich muss nämlich wirklich sagen, dass ich das toll finde. Also, es ist ein unglaublich tolles Ergebnis. Und ich habe jetzt auch kein GHD-Glätteisen oder sonstige tolle Glätteisen. Ich habe wirklich nur relativ günstige. Und ich finde, von allen, die ich bisher hatte, von meinen billigen, war das ja schon das Beste. Also ich zeig euch mal hier das Logo, so sieht's aus. Es gibt das in ganz vielen verschiedenen Farbvarianten und Mustern. Ich habe mich für das entschieden, weil schwarz-rot, das sieht halt so ein bisschen schön, edel, luxuriös aus. Ja, also falls, ne, schreibt's in die Kommentare. So, kommen wir zu meinem letzten Stückchen hier, was ich sehr, sehr, sehr lange schon benutze. Bestimmt schon ein paar Monate. Und auch hierbei handelt es sich um ein PR-Sample. Wir waren nämlich weil es so eine Weltneuheit war, waren wir nämlich bei einem Event, wo das vorgestellt wurde. Und jeder Blogger dort hat dann eben so ein PR-Sample für zu Hause zum Ausprobieren mitbekommen. Und zwar handelt es sich hierbei um das UV-Nagellack-Set von Annie.
Ich zeige euch einmal kurz, wie es von innen ausschaut. Da hast du mich, wie gesagt, ich benutze das wirklich schon ein paar Monate und ich habe es sehr, sehr viel und ausgiebigst benutzt. So, also hier hat man dann einmal diesen Entferner, das sind wie so kleine Pflaster, sehen die aus, die sind hier drin. Ein Rosenholzstäbchen und eine Nagelfeile. Hier unten ist ja quasi ein Cleanser, ein Primer, damit macht man sich dann die Nägel sauber, so, damit die halt fettfrei sind, damit das besser hält. Und hier, das ist der Remover, ne? Damit tränkt man diese Pflaster, die man sich dann um die Nägel macht, um die abzumachen. Und hier ist die UV-Lampe, die funktioniert sogar mit USB-Stick, ja, also falls ihr mal im Büro seid oder unterwegs, ja, keine Ahnung, und ihr müsst eure Nägel auffrischen, dann könnt ihr das hier mitmachen. Dann gibt es hier noch die Base und den Topcoat und drei Lacke, die man sich aussuchen konnte. Da gibt es ganz viele verschiedene Farben. Also zumindest Stand meiner Dinge vor ein paar Monaten war, dass nur die Bestseller-Farben von Annie zu UV-Lacken umgemodelt wurden. Das sind also keine normalen Nagellacke, sondern eben spezielle UV-Lacke. Das ist zum Beispiel die Farbe Make-up und eben auch einer von diesen Bestsellern und dann werden die da halt umgemodelt. Also, was kann ich dazu sagen? Die Grundidee ist, einen Nagellack zu haben, der eine Woche hält. Oder vielleicht auch zwei Wochen. Je nachdem, wie ihr mit euren Nägeln umgeht, ja. Also, das ist die Idee, einen Nagellack drauf, du machst dir einen Nagellack drauf und der hält dann zwei Wochen. Irgendwann, ich fand das aber blöd, ja, zwei Wochen den gleichen Nagellack zu tragen. An sich ist natürlich eine schöne Idee, wenn ein Nagellack so lange hält, aber für mich blöd, weil ich ja gerne die Farben wechsle und für mich war das dann halt nicht so geeignet. Deswegen habe ich nur ja quasi die Base und den Topcoat benutzt. Also ohne farbigen UV-Lack. Das habe ich wirklich bestimmt zwei Monate am Stück gemacht. Also ich habe die zwei Monate am Stück getragen, ohne Pause durchgängig. Ich weiß noch nicht mal, ob man das wirklich sollte. Wahrscheinlich, also meine persönliche Erfahrung ist, und das möchte ich an euch weitergeben, tut's nicht. Das ist nämlich total blöd, weil die eigenen Nägel total im Arsch stehen. Also meine Nägel sind, ich benutze es jetzt ein paar Wochen jetzt nicht mehr und ja, also in ein paar Wochen reichen nicht. Die sind total weich, biegen sich total, splittern, gehen kaputt, reißen ein, also total hinüber, also dafür ist es nichts. Also es ist was für mal, wenn du mal in Urlaub fährst, eine Woche oder mal, was weiß ich, eine Woche keine Zeit hast, deine Nägel zu lackieren, dann ist das gut. Aber für einen Dauerzustand, so wie ich es gemacht habe, ist es nicht cool. So, und was auch nicht cool ist, ist das Entfernen von diesen Dingern. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich es so lange getragen habe, weil das Entfernen von diesen UV-Lacken mich eine reinste Tortur und Höllenqual ist, ganz ehrlich. Also wie gesagt, man muss eins von diesen Flästerchen hier nehmen. Ich packe das mal hier aus, das sieht so aus, so ein Flästerchen. Das wird dann, da kommt dann halt dieser Entferner drauf und dann zwirbelst du das in deinen Nagel und dann sitzt du da 20 Minuten, ohne Witz 20 Minuten. So, und dann ziehst du das so ab, aber wenn du denkst, da ist schon alles dran, der ist überhaupt gar nichts dran, der ist einfach nur so weich. Dieser Schrunz da und dann kannst du das schön mit dem Holzstäbchen da so abkratzen und das mach mal einmal in der Woche, da kriegst du eine Krise. Also ich fand das ätzend, ich fand das richtig, richtig ätzend. So, und dann sieht das natürlich alles richtig für den Arsch aus und deine eigenen Nägel sehen aus wie Kacke, total weich, reißen ein. Also pinselst du da wieder dieses Basecoat und den Topcoat drauf, damit deine Nägel wieder schön sind. Ja. Und das ist auch total cool, weil das dann natürlich Bombe aus, ja, super gepflegt. Dann konntest du auch jeden farbigen Nagellack drüber machen, das hielt ewig, Bombe, toll, sah supi aus. Aber weh, du musstest es halt abmachen, weil es wächst ja halt mit raus. Irgendwann habe ich das dann wie im Nagelstudio gemacht, dass ich nur noch das Rausgewachsene so abgefeilt habe und dann nochmal drüber. Also ich habe nicht alles komplett entfernt, sondern halt immer nur die Ansätze quasi nachgearbeitet. Ja, führte dazu, dass halt es dann doch irgendwie immer dicker wurde und das sah auch nicht mehr schön aus. Außerdem auf dem Solarium hat sich das auch immer verfärbt. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist für eine kurze
Zeit. Es ist eine coole Sache, definitiv. Für den Dauergebrauch ist es einfach nicht zu empfehlen, weil es mega viel Arbeit, total umständlich ist. Da geht es viel, viel schneller, wenn ich einfach meinen Nagellackentferner-Pöttchen nehme, mache, ne, hier den Finger rein, drehen und dann nochmal neu lackieren. In der Zeit, wo ich den Mist von den Fingernägeln abkratze, ne, da habe ich 50 Mal meine Nägel ab und neu lackiert. Ne? Also so gesehen macht es nur Sinn, wenn man wirklich eine Woche keinen Bock hat, sich die Nägel zu machen. Ja, also mal Gitterwochen, da fand ich das super. Aber eben halt auch nur dafür. Und ebenfalls total beknackt an den Zeugs und ebenfalls ein mega Nachteil an dem Zeug, es ist mega schweineteuer. 149 Euro das ganze Set. Und dann kannst du dir noch drei Nagellackfarben aussuchen. Also Leute, mal ganz ehrlich, 149 Euro dafür, never. Das kriegt man doch schon, huch, das kriegt man mittlerweile von vielen, vielen anderen Marken in der Form auch. Das gibt es, glaube ich, schon für einen Zehner oder für einen Zwanni von Essence. Kommt, ne? Und ich meine, die Qualität ist auf jeden Fall gut und das hält auch eine Woche, aber die Konkurrenz schläft halt nicht und es gibt preiswertere Alternativen. So sehr ich Andy Nagellack liebe, ich bin ein riesen Andy Nagellack-Fan, ich trage heute auch wieder einen Andy Nagellack. Wer mich auf Instagram verfolgt, ja, wenn ihr mir folgen wollt, da unten ist der Link, der weiß, ich bin ein riesen Andy Nagellack-Fan, aber das ist viel zu teuer. Dafür, dass man damit so eine Arbeit hat und die Nägel davon so im Eimer sind, nein. Also viel, viel, viel zu teuer. Also 50 Euro, finde ich, würde ich dafür zahlen und dann auch schon mit einem tränenden Auge. Aber 149 Euro, nein. Gut, also das sind meine Langzeiterfahrungen jetzt mit diesen Sachen. Ich hoffe, dass es euch hilfreich war, weil die Sachen doch sehr teuer sind und sehr ins Geld gehen und ja, das eine lohnt sich, das andere eher nicht so und ja, also wir sehen uns im nächsten Video und ja, hab ich irgendwas vergessen? Nein, also wir sehen uns im nächsten Video, habt eine tolle Zeit, ein tolles Wochenende, bis bald!